Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream zu Elder Scrolls Online Blackwood. Heute werde ich das neue Gebiet durchspielen. Heute sehen wir die letzte Quest, die letzten Sachen hier im Dunkelforst. Wir gucken uns an, was gibt es noch in neues im Kronenshop und ja, was gibt es noch in Beziehungssachen mit Mary und mit Bastian. Mit den beiden Gefährten, da schauen wir auch mal, dass wir da noch ein bisschen Beziehung aufbauen. Also heute haben wir ein bisschen was zu tun und hallo an Krautwiesel, schön, dass du da bist. So, und jetzt gehen wir mal weg hier bei ihr. Ne, die singt ja ganz schön, aber sie ist halt laut. Das ist das Problem. Deshalb gehen wir mal vor die Tür. Singen kann, aber nee, jetzt müssen wir erstmal was spielen und darum ist Singen gerade Schluss. Okay, wir sind hier Lerwin. Wir gucken gerade mal, was sich im Kronenshop getan hat und dann gehen wir auch schon wieder mit anderen Neuigkeiten weiter. Und zwar im Kronenshop hat sich nicht viel getan. Beim letzten Mal war nämlich schon alles so, wie es jetzt ist, nämlich noch 3 Tage dieses Kenatris Rudel, noch 3 Tage der L2er Event. Drachen jagen sozusagen. Reimt sich. So, dann der Jakajit. Ist auch schon lange drin. Und noch 3 Tage lang die Bandari-Krämer-Kisten. Ja, von daher alles so, was ihr schon kennt. Ich glaube, die Kluft des neuen Mondes. Ich glaube, die war früher mal noch nicht drin. Aber auch nur noch 3 Tage da. Der Königskrallen-Sensche. Den haben wir letztes Mal auch nicht gesehen. Der ist jetzt noch 3 Tage da. Im Moment auch mit ESO Plus günstiger. Ne, spart man sich 300 Kronen, immerhin. Und dann noch hier eine neue Spieluhr. Die war, soweit ich weiß, auch noch nicht beim letzten Mal dabei. Ja, da hört man auch so ein bisschen die Musik. Ja. Kann man die eigentlich gut hören, wenn die im eigenen Housing steht? Ich stelle mir die irgendwie viel zu leise vor im Housing. Aber das hier ist halt cool, ne? So ein bisschen Necronomicon hier so, ne? Und dann, naja, gut. Innen drin sieht es dann wieder langweilig aus. Ja, aber immerhin schöne Spieluhren. Und dann noch hier Teekranzgewandung. Das wird natürlich so richtig schön baufrei hier bei Garion. Das passt, oder? Hier. Da sehe ich doch richtig gut drin aus. Ha, 1000 Kronen. Leider habe ich nur 500. Ich war kurz davor zu shoppen. Aber nein. Dann doch nicht. Ja. Und Selenes Waffen sind im Moment drin, die sind auch neu. Ja, also hier Selene, ist diese Spinnen, ne? Frau, diese Spinnengegnerin. Und ihr seht, da sind so richtig die Beinchen von der Spinne zu sehen. Also richtig gruselige Waffe hier. Boah, beim Schild sieht das natürlich richtig beeindruckend aus. Und wie sieht es beim Stab aus? Ja, auch der Stab leuchtet hier richtig schön mit den Spinnenbeinen. Hat schon was eklig. Muss man schon sagen, hat schon was, ist eklig, aber hat schon was. Boah, der Bogen, ey, wie geil sieht das denn aus? Ja, okay, nicht schlecht. Und dieses Paket mit den Spinnenbeinen, 2500 Kronen, dann hat man den Stiel. So, sehr schön. Das also im Moment so neu im Shop. Ansonsten, wenn man hier so guckt, ist sonst nichts Großes Neues. Ne? Ereignisscheine gibt es schon länger, Quests gibt es schon. Diese kostenlose Quest-Kronen, Kisten gibt es schon. Die Gehilfen haben wir schon gekauft oder haben wir schon geschenkt bekommen sogar. Ansonsten auch Jodes Umarmung, auch das ist schon länger drinne. Hier brauchen wir nicht weiter zu gucken. Ich habe es leider nicht geschafft, diesen Monat den Schreckensvogel zu kriegen. Ich habe wieder 2 Tage nicht eingeloggt, wo ich einloggen hätte müssen. Tja, so ist es. Manchmal lasse ich mich einfach zu viel vom Real Life ablenken. Oder von anderen Spielen. Aber dann halt kein Schreckensvogel. Ich habe so viel Pets. Das kriege ich verkraftet. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier noch 2 Kronenkisten. Rosi heißt euch willkommen. So viele seiner Geschäfte werden über Kuriere abgewickelt, dass es schön ist, endlich einen Namen zu einem Gesicht zu haben. Das sind Ouroboros-Kisten. Ne? Das ist also das, was man im Moment sagen kann. Diese Kisten sind für, genau, kostenlos, für Twitch.
Ne, wenn ihr also Twitch-Drops kriegt bei irgendwelchen Kanälen hier auf Twitch, dann müsst ihr euren Elder Scrolls-Account mit dem Twitch-Account verbinden. Und dann könnt ihr bei manchen ESO-Kanälen, manchmal vom ESO-Stream-Team, manchmal aber auch von normalen ESO-Streamern, das gab es auch schon bei mir, Twitch-Drops bekommen. Und dann kriegt ihr so zwei solcher Kisten, kann man in der Woche bekommen, zwei Stück. Und dann, genau, gucken wir doch mal, was drin ist. Ja, außer man Bis hat zum keinen nächsten Platz im Mal. Gepäck. Ne, wenn man keinen Platz im Gepäck hat, dann muss man erstmal verkaufen. Verkaufen wir mal schnell. Solch eine Ehre für euch, dass ich eure persönliche Händlerin bin. Okay. Was habt ihr anzubieten, ist mir eigentlich egal. Ich möchte eigentlich was verkaufen. Dann gucken wir doch mal, was wir noch verkaufen können, weil mittlerweile habe ich so viele Kisten, die ich noch offen habe. Alte Schwede, so viele Kisten, die ich noch öffnen muss. So viele Schatzkarten, die ich noch sammeln muss. Es ist echt nicht einfach im Moment hier. Ich habe echt zu viel Krimskrams. Aber die grünen Sachen von den Gefährten kann ich auf jeden Fall schon mal verkaufen. Die habe ich mich schon ausgetauscht. Und ansonsten gucken wir jetzt mal alles, was unser 300 Gold ist. Laut Tamriel Trade Central, so heißt das Add-on, was mir den Preis sagt. Ja, hier zum Beispiel diese Rubidit Panzerschuhe sagt, laut Tamriel Trade Central 97 bis 121 Gold kann man daraus machen. Ne? Maximal hat da jemand 2000 für gekriegt, minimal 77 Gold. Und unten seht ihr dann Master Merchant, das ist ein zweites Add-on. Und das sagt, naja, so 90 Gold. Ne, in den letzten 27 Tagen. Also sieht man ganz klar, das Ding ist unter 300 Gold wert. Das lohnt sich nicht, im Gepäck mit rumzuschleppen. Hier seht ihr das auch, ne, 248. Aber das hier wiederum über 1000. Ne? Also manchmal muss man einfach nur genau hingucken, was denn davon richtig was wert ist. Hier seht ihr Julianus, ne, 169.000, ist aber gebunden, gehört zu mir. Die gehört zu mir, also die Schärpe. Ne, nee, ist klar. So. Und von daher, genau, gucken wir einfach mal so weiter durch. Alles, was unter 300 ist oder billiger. Und schon haben wir wieder Platz im Gepäck. Ein Glück hat man immer jetzt den Krämer dabei. Danke da nochmal an Ostdeutscher, an den Uwe. Der hat mir den geschenkt. Und dann noch die. Be Nein, das wollte ich nicht verkaufen. Rückkauf doch geht. Weil das muss ich noch entziffern. Wo ist es denn jetzt? Das hier. So. Okay. Da ist nämlich noch so ein analysierbar Zeichen dran. Da müsste ich endlich mal zum Crafting. Aber ich laufe überall hin, nur nicht zu den Crafting-Ecken. Naja, kriegen wir gleich vielleicht, wenn wir in der Grabenfeste sind, dann gehe ich mal ein bisschen analysieren. Und ich glaube, jetzt haben wir auch wieder 13 Plätze. Das reicht, glaube ich. Ich glaube, noch eine Sache. Eine Sache verkauft man noch. Oder? Die lila Sachen behalten wir erstmal. So, da, genau. Sehr schön. Und weil es gerade so Spaß macht, noch eine zweite. So, sehr gut. Okay, 15 Plätze wieder frei. Ich hasse diese ganze Gewalt. Wache, werdet ihr das einfach so dulden? Und jetzt haben wir. Genau, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal aufgeräumt und den Kronenshop uns angeguckt. Jetzt machen wir die Ouroboros-Kisten auf. Und hallo an Dieter Kiel. Danke. Hallo an den Fasturlauber, schreibt er. Ja, Dieter, genau. Es ist soweit. Ab morgen bin ich im Urlaub. Heute ist die Community-Herausforderung gewesen. Wie konntet ihr nur? Zu Hilfe! Zu Hilfe! Da wird gerade im Hintergrund geklaut. Die Gari-Punkte-Herausforderung ist eigentlich abgeschlossen. Wir haben es nicht geschafft. Ja, letzter Bleib Tag im bloß Monat. stehen, du Feigling! Ja, sie ist abgeschlossen, steht da so. Ich gehe mal aber hier gerade in meine Einstellung rein und kann die, glaube ich, noch Ich sehe mal meine Feinde wirklich. verlängern, für heute wenigstens. Damit wir es vielleicht noch schaffen. Vielleicht kriegen wir heute noch ein paar Leute, die die Punkte reinstecken. Wenn es nicht klappt, kriegt ihr die Punkte auch wieder. Also keine Angst. Ihr könnt die Punkte da reinstecken. Ziel nicht erreicht, steht hier bei mir. Verlängern um einen Tag. Oder? Aber wir können sogar länger verlängern. Wir könnten es sogar 30 Tage verlängern. Ja, komm, 15 Tage verlängern wir es. So.
Noch 15 Tage, da bin ich aus dem Urlaub zurück und ihr könnt immer noch Punkte reinstecken. Das ist doch super. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, dass ihr mich im August samstags streamen seht. Sehr schön. Das ist doch ganz gut, dass man das so lange verlängern kann. Ich dachte, man kann nur 1-2 Tage dranhängen. Aber genau, jetzt hat er Krautwiesel auch Punkte reingesteckt. 7620 Punkte schon von Krautwiesel hier in die Gari-Herausforderung. Und wir sind mittlerweile bei 125.000 Punkten. Also, wir hatten es fast geknackt, muss man ja sagen. Aber jetzt ist es sogar so 15 Tage verlängert. Wir knacken das. Ne? Also. Und Fasturlauber Dieter Kiel, da sage ich noch kurz was zu. Ich bin ab morgen im Urlaub und dann seht ihr mich wieder. Wann streame ich dann wieder? Dann streame ich so ab dem 10. August wieder. Also, ja, normalerweise sollte man online nie sagen, wenn man im Urlaub ist, von wegen Einbruchsgefahr und sowas. Aber hier bei mir im Haus wohnen so noch 3 andere Personen, von daher, da wird schon nichts passieren. Weil die 3 sind so fast nur zu Hause und darum, genau, habe ich da kein schlechtes Gewissen. Irgendeiner passt immer auf. Und von daher, ja, also, so ab dem 10. August seht ihr mich hier wieder im Stream. Mit was, weiß ich noch nicht genau, auf jeden Fall. Wenn ich hier heute ausmache, gehen die Koffer ins Auto und morgen wird losgefahren. Wunderbar. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe die Herausforderung verlängert. Ihr könnt in Ruhe noch Punkte reinstecken. Heute Abend auf jeden Fall. So, jetzt aber Ouroboros-Kisten. Das habe ich doch so schön bei Alexos geguckt. Ne? Alexos hatte wieder Twitch-Drops. Dieter Kiel, wenn du unbedingt meine Videos gucken willst. Erstens sind die Videos ja alle noch auf Twitch. Und du kannst meine ganzen älteren Videos gucken, wo halt dann auch die ganzen anderen Spiele auf YouTube. Wenn du auf YouTube mich addest, da kannst du auch über 2000 Videos gucken von mir. Also da sind richtig viele. Auf YouTube sind so viele andere Spiele von mir gespielt worden, so viele Playlists, so viele Möglichkeiten, noch Elder Scrolls zu genießen oder andere Spiele. Auf YouTube erscheint trotzdem die nächsten 10 Tage jeden Tag Material. Ne? Also alles, was wir hier auf Twitch gestreamt haben, wird da in schönen Happen auf YouTube die nächsten 10 Tage veröffentlicht. Skyrim, Star Trek und so weiter und so fort. So, jetzt machen wir aber mal hier die Kisten auf. Entzugsentscheidung. 10 Tage, das schaffst du, Dieter. Eine hervorragende Auswahl. So, da gucken wir doch mal. Der Alexos war gerade erst im Urlaub. Okay, nur Schrott drin. Vielleicht kriegen wir jetzt mal 5 Karten. Herz von Mara, eine Bonusbelohnung. Da könnte was drin sein. Genau, gucken wir doch mal rauf. Lass ein Pet sein, lass ein Pet sein, lass ein Pet sein. Etwas Besseres findet ihr nirgendwo. What the fish? Wie geil ist das denn? Ja, schön. Wir haben ein Pet bekommen. Das ist ja mal cool. Ein Senshi-Junge des scharlachroten Bedauerns. Das ist mal eine richtige Glückskiste gewesen hier von Twitch. Ja, also nichts geholt, nichts gekauft, nichts gemacht. Einfach nur Twitch geguckt bei Alexos. Ja, der macht immer so schön Werbung für mich. Aber irgendwie... Gut, wollen natürlich alle ihn sehen, ist ja klar. Aber ist super nett, der Kerl. So. Jetzt habe ich ihn. Ich habe ein neues Senshi-Junges. So, und das aus den Ouroboros-Kisten. Ihr seht, es lohnt sich, Twitch zuzuschauen und den Account zu verknüpfen. Das ist also mein neues Pet. Sehr nice. Gefällt mir sehr gut. Das hat doch schon mal super funktioniert. Und jetzt verkauft man noch den ganzen Krimskrams, der in den Kisten drin war. Da sind wieder Edelsteine. Seid gegrüßt, mein guter Freund. Es sind keine Kisten mehr übrig. Machen wir ein bisschen Edelsteinverwertung. Falls ihr euer Glück noch einmal auf die Probe stellen wollt. Und jetzt sind wir bei 81 Edelsteinen. Hier ganz unten in der Ecke sieht man das. Ganz schlecht zu sehen für euch, aber ne, dann 81 Edelsteine. Das Glück euch begleiten. Das bringt, genau, das bringt was. Damit kann man was kaufen. So, genau. Ich mache lieber Edelsteine als Bestrebungen, weil wenn
wenn man da sieht, halt 81 Edelsteine, da kriegt man halt schon gute Sachen für Bestrebungen. Da kriegt man halt nichts für, ne? Also, da muss man echt viele Bestrebungen machen, bevor man was Sinnvolles kriegt. Guckt mal hier. Also, 10, 10, 10, 10, das ist ja nichts an Bestrebungen, ne? Und wenn man dann wöchentlich macht, 200. Wöchentlich 200, ja? Und jetzt guckt man in den Shop. Für die Bestrebungen. Da fängt es an bei 360 für Farbe. Ja, und da geht es aber auch schon 1000. Das sind 5 Wochen Bestrebungen. Ja, oder hier 2000. 10 Wochen Bestrebungen. 3600. Da habe ich lieber Kronenedelsteine, weil die legendären Sachen könnte ich mir theoretisch jetzt durch die Edelsteine holen. Lass mal gucken. Ne, da brauche ich 100 für. Okay, dann doch nicht. Aber immerhin, ne, für hier die epischen Sachen, ja, sind 2000 Bestrebungen. Naja, wenn man die täglichen Sachen alle macht, dann passt das schon. Dann kriegt man da auch mehr als 200 die Woche. Kann ich noch einige Fragen nehmen? Ja klar, Dieter, dafür sind wir da. Einfach Fragen. Dafür ist der Kanal hier. Wie geht Elder Scrolls? Und so weiter. Einfach los. Ich zeige gleich auch, wie man die Beziehung von Bastian erhöht, wie die Tagesquest da aussieht. Das wollte Opa Rainer wissen. Ich weiß nicht, ob der heute noch vorbeikommt, aber auch das würde ich gleich noch zeigen. Und genau, jetzt haben wir die Kisten erledigt, wir haben den Kronenshop erledigt. Jetzt haben wir noch eine Quest hier. Zeit für Krawall ist hier gerade offen. Und die Zeit für Krawall ist eine Quest, die ist hier in Leerwin. In einem Gasthaus, da ist so eine Handelskompanie und diese Averno Handelskompanie hat mir eine Quest gegeben. Ich soll von den Gegnern von den Rollzähnen ein Buch, ein Kassenbuch besorgen. Und genau, das ist keine wiederholbare Quest, ist also eine Quest einfach hier in der Stadt. Und die machen wir jetzt mal weiter. Also die habe ich jetzt schon, ich glaube, im dritten Stream angefangen oder immer ein kleines Stückchen gemacht. Die machen wir heute mal fertig. Danach machen wir die Hauptstory. Und danach machen wir die Tagesquests für Bastian und Miri. Einfach so ein bisschen zum Ausklang. Und dann ist für heute auch schon Schluss. Ich denke, wir schaffen trotzdem 2 Stunden voll zu machen oder mehr. Also keine Bange, wir haben Zeit. Laut, wie sie sagt, die meisten täglichen sind fast nebenbei erledigt. Naja, also nebenbei mache ich keine Ankerkrautwiesel. Darum ist das schon ein bisschen blöd, nebenbei zu machen, muss ich ehrlich sagen. Also für Miri da dieses tägliche Loslaufen für Anker ist nervig, finde ich. Wir könnten höchstens mal gucken, ob hier in der Stadt auch eine tägliche Quest ist. Hier ist doch auch eine Magiergilde, ne? Gucken wir doch mal, ob wir hier die Quest kriegen. Ich wusste nur, dass man die in Dramfeste nur kriegt. Wo ist sie denn? Ach, für Bestrebungen, die täglichen. Ja gut, die Sachen sind ja auch nur 3 Stück dann am Tag, so 30 oder 25. Ja, da ist die Magiergilde, ne? Moment, so. Und hier kriegt man die ja nicht, diese Tagesquest für Bestrebungen, für Miri, die sinnvoll sind. Soweit ich das weiß. Gehen wir mal rein. Die gute alte Magiergilde hat hier keine Quest für uns. Das ist halt hier leider einfach so, dass man es. Das ist aber nicht die Magiergilde. Wir müssen hier irgendwo in einem Laden. Wir müssen irgendwo da ins Häuschen. Genau, hier irgendwo. Wo ist denn hier der Eingang? So viele Wände, so. Ah, hier. Das ist der Haupteingang. Ne, auch hier kriegst man die Taten. Man kriegt sie nur in der Gramfeste. Nur da, wo das Hauptgebiet ist. Von daher. Dieter Kiel überlegt sich gerade, ob er eventuell eine Social-Gilde anschließen soll. Allerdings weiß ich nicht, was dies alles nach sich zieht. Ich möchte eben niemanden täuschen. Naja, Social-Gilden sind halt jetzt sowas wie der Alexos. Seine Gilde oder meine Gilde, wo man einfach nur zusammen rumhängt und nicht so viel
ja, nicht so viel Content macht. Ja, man läuft also nicht unbedingt in Verliese, man handelt nicht, man macht keinen PvP, man geht nicht in Raids, man ist social, man sitzt zusammen, trinkt sich ein, quatscht im Chat. Da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Also man kann ja 5 Gilden haben. Ihr seht es, ich habe hier 1, 2, 3 Handelsgilden, wo ich halt dann immer Haar verkaufe. Ich brauche keine PvP-Gilde, weil ich nicht gerne ins PvP gehe. Und ich brauche keine Raid-Gilde, weil ich nicht gerne in die Raids gehe. Wenn ich Raids mache, frage ich einfach bei den Marsianern nach. Die machen ja diese Raid-Schule und sowas. Und vielleicht kann ich dann da irgendwann mal mit in dem nächsten Monat. Und hallo an Pitwansee. Genau, also bei den Marsianern würde ich sagen, da werde ich dann raiden ein bisschen, hoffe ich. Und das ist halt meine Gilde. Ne, wir haben auch 170 Leute. Jetzt im Moment bin nur ich online, aber eigentlich sind jeden Tag ein paar Leute online. Das ist jetzt halt so, weil, ja, vielleicht Samstagabend alle machen Party. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, so alles, was bis hier ist, ist eigentlich alle ein, zwei Tage online. Das sind so die, man sieht es leider nicht in einem anderen, da vor 2 Tagen. Seht ihr das hier? Vor 6 Stunden, 11 Stunden, 10, 21, also das hier sind so die einen Tag lang da waren, also 10, 15 Leute sind bei uns schon aktiv, muss man sagen. Ne, das ist also jetzt nicht so, dass wir total inaktiv sind, aber wir sind halt noch nicht so aktiv, wie wir früher waren, weil hier sind Leute bei, hier ganz unten, guck mal, die waren vor 89 Monaten das letzte Mal online, kamen aus anderen Spielen, aus Herr der Ringe Online, aus so einem anderen Gilden sozusagen, und da sieht man halt, die hatten keine Lust mehr auf Elder Scrolls. Das sind alles Accounts, jeder hat sich das Spiel gekauft, muss man sich mal vorstellen. Krasse Sache. Naja, gut. War nicht so der Bringer für die Leute. So. Und Pit van See hat 36 Punkte für die Herausforderung ausgegeben. Ein Glück kannst du es jetzt wieder. Ich habe die Herausforderung um 15 Tage verlängert. Also bis nach meinem Urlaub, bis ich wieder zurückkomme. Am 10. Ah, Söldner, da seid ihr ja. Am 10., 11., 12., 13. und so weiter könnt ihr dann immer noch Punkte reinstecken, dass ihr mich dann im August auch noch seht. So, und ist das allianzabhängig, sagt Dieter Kiel. Nee, also die Gilden sind egal. Die sind allianzübergreifend. Außer die Gilde heißt natürlich Altmeri Dominion Gilde. Da will die bestimmt nicht jemand aus dem Dolchsturzbündnis aufnehmen. Gerade bei PvP-Gilden bin ich mir da nicht so sicher, ob die da nicht drauf gucken, aus welchem Staat du bist. Aber du siehst ja hier zum Beispiel bei mir in der Gilde sind Leute vom Ebenherzpakt, vom Altmeri-Dominium, vom Dolchsturzbündnis. Ne? Also hier sind alle wild gemischt. Und bei den Marsianern, bei dem Alexos auch. Ne? Also man sieht ja drei Zeichen hier vorne. Man könnte zwar mal sortieren, woher die meisten kommen. Altmeri, das ist Ebenherz. Dann kommt Dolchsturz. Naja, kann man nicht wirklich sagen. Alles gut verteilt, würde ich sagen. Aber, nee, ist unabhängig. 5 Gilden kannst du besuchen, wenn du eine Platz 3 hast. Such dir eine Social-Gilde. Kannst du uns, frag bei den Marsianern, ob die Platz haben. Gerne. Und dann schreib mal einfach in den Chat. Viele Pflichten hat man nicht. Bei manchen schon, da muss man irgendwie den Händler benutzen oder die Bank benutzen und sowas. Also es gibt schon manche, die wollen ein bisschen Aktivität sehen, aber bei uns ist es hier zum Beispiel total egal. So. Wo kannst du dich bewerben? Du kannst @Garion13 anschreiben im Spiel. Ja, so heiße ich hier oben, ist mein Name drin. Und da kannst du einfach hier per Post schreiben, gerne möchte ich in deine Gilde und dann werde ich dich als Mitglied hinzufügen. Bei Alexos weiß ich nicht genau, wie das läuft. Da musst du mal bei Alexos auf den Kanal gucken. Wenn der wieder streamt, kannst du da mal fragen. Marsianer aufnehmen. Da weiß ich nicht. Manchmal haben die Aufnahmestopp, manchmal haben die voll, manchmal. Da gibt es manchmal ein paar Hürden. Aber eigentlich lädt er auch viele ein. So. Ja, siehst du, Alexos ist, glaube ich, voll im Moment. Ich gucke mal gerade. Oh, 482, also 18 Plätze wären noch frei, aber ich weiß halt nicht, ob er die irgendwie reserviert hat. Hier siehst du zum Beispiel 14 Tage Offline-Zeit, Gildenrauswurf. Ne? Also bei Alexos fliegst du nach 14 Tagen raus,
wenn du nicht gespielt hast. Das wird er bei mir, glaube ich, nicht machen, weil er mich ja gut kennt und auch sehr nett ist, wenn ich bei ihm im Kanal bin und er dann auch immer Werbung für meinen Kanal macht. Ich glaube, da ist Alexos sehr lieb zu mir. Aber man weiß halt nicht, ob seine Offiziere oder seine Führer da, die da in der, ich weiß nicht, wie die da heißen, hier Gildenmoderator oder so, oder Office, mich dann trotzdem rausschmeißen. Vielleicht, Alexos wird mich, glaube ich, nicht rausschmeißen, aber die anderen vielleicht. Also, ich muss da auch aufpassen. 14 Tage offline und weg bin ich. So kann's gehen. Ja, Wartelisten, genau. Das gibt's auch. Also, ich kann euch nur empfehlen, macht mit Alexos, was geht. Der ist so cool drauf, der macht so coole Tutorials, der ist so tief in Elder Scrolls Online drin. Ist eigentlich mein Lieblingsstreamer für Elder Scrolls Online, jedenfalls deutschsprachig. Und von daher, ja, kann ich eigentlich nur empfehlen. An den ranhängen ist immer gut. Ne? Also, hier machen sie einen Starter-Raid. Wenn ich jetzt morgen nicht in Urlaub wäre, hätte ich versucht, auch Sonnenspitz zu lernen und wäre da mal mitgelaufen. Dann hat er wohl auch Geburtstag bald am 15.8. Aha. Ne? So ist es also. Ich kann euch nur empfehlen, ist einer der besten Streamer für Elder Scrolls. So. Jetzt aber. Jetzt machen wir mal wieder was auf meinem Kanal. So, wenn man keine Nachricht macht, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist. Ach so. Ach, das geht auch. Wenn man bei, okay, wenn man bei Alexos sagt, ich bin in Urlaub 15 Tage, dann wird man nicht gekickt. Ja, schön. Okay, wunderbar. Super. Aber wir haben gar nicht solche Regeln. Bei uns darf man halt nur keine Schimpfwörter oder so benutzen. Aber die Regel gibt es natürlich auch auf dem Kanal. Aber, ne, das ist, jede Gilde ist ein bisschen anders. Aber meine und die von Alexos kann ich dir empfehlen. Ist ja klar. So, jetzt. Zeit für Krawall. Die Quest wollen wir jetzt machen. Wir wollen für die Handelskompanie jetzt hier gucken, was da zu machen ist. Ich komme nicht mehr in das Questlog. So, jetzt. Die Eigentümer der heiteren Averno-Handelskompanie, Lullius und Scipio Averno, baten mich um Hilfe bei ihren Schwierigkeiten mit einer Bande im Dunkelforst, den sogenannten Rollzähnen. Ich muss den Anführer der Rollzähnen, Etznatter, aus der Reserve locken. Nachdem er sich das Hauptbuch angesehen hat, schlug Scipio vor, dass ich an den Docks von Leerwin dessen geschätztes Weinfass verderbe und einige tote Briefkästen im Dunkelforst sabotieren. Also wir wollen jetzt gegen die Rollzähne kämpfen. Ich weiß noch nicht, wer das ist. Aber dafür müssen wir jetzt einfach nur an den Hafen und am Hafen ein bisschen was sabotieren. Kriegen wir, glaube ich, hin. Dann noch ein paar tote Briefkästen zerstören oder so. Und dann, genau, sind wir hier in der Sackgasse gelaufen. Der Hafen ist nicht hier, sondern im Süden. Ich vertue mich hier immer in der Stadt. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, der Hafen müsste im Westen sein. Aber er ist eigentlich im Süden. So, und der Leerwin ist halt irgendwie groß. Irgendwie finde ich die Stadt so unübersichtlich. Die anderen haben so einen Platz, um die herum man irgendwie was machen kann. Hier die Stadt ist irgendwie so ganz viele Gassen, ganz viele Häuser. Also irgendwie finde ich die voll unübersichtlich, die Stadt. Ich meine hier so zum Beispiel hier Gramfeste oder so. Ne? Wenn man Gramfeste guckt, da gibt es halt hier ein Mittelgebäude und drumherum kann man sich irgendwie orientieren. Hier ist Magiergilde, Kriegergilde, ist alles sehr, sehr klar irgendwie strukturiert. Auch Riften, ne? Also auch hier Riften oder so. Auch total einfach. Die anderen Städte. Hier in der Mitte ist alles und drumherum stehen halt ein paar Häuser und die Magiergilde und die Krieger. Also irgendwie, Leerwin ist viel zu kompliziert aufgebaut. Das kriegt der alte Gary nicht mehr hin. So, jetzt Weinfass verderben. Und dann noch ein paar tote Briefkästen. Ihr wollt sie, frische Bilgemaden zu verkaufen. Oh, wer möchte nicht auch von uns Bilgemaden? Jeder möchte Bilgemaden. Habt ihr ein Loch im Magen, das gestopft werden will? Falls ihr nicht zu wählerisch seid, braucht ihr nicht mehr weiter zu suchen. Diese Bilgemaden werden euren Bauch füllen. In jedem Bissen steckt der Geschmack der Ebbe. Eklig. Ja, Krautwiesel, schön, dass du da warst. Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf schön, träum schön. Verschöner deine Augen. Augenpflege. Sehr gut.
Kannst du dann bei Discord mal ein Foto so von den Augen machen, wie sie vorher, nachher oder so. Nee, Quatsch. Schlaf schön. Mach's gut, bis dann. Ciao. So, was sind Bilgemaden? Das würde ich aber auch gerne wissen. Sie sind natürlich eine gute Brennstoffquelle für die arbeitende Bevölkerung von Leyavin. Sobald die Leute erst einmal erkennen, wie viel Energie und Nährwert in jeder Made stecken, werden sie diesen Plumpsklo-Geruch vergessen. Warum kauft ihr denn nicht einen Spieß, Fremder? Nach Plumpsklo riechen die? Also, habt ihr schon mal Plumpsklo gerochen? Also Dixies Klo riechen da ja noch gut gegen, ne? Weil da ist ja noch so eine Chemiesäure drin, aber ein Plumpsklo. Ich sag's euch, da hat mein Opa mir Horrorstories erzählt von der russischen Gefangenschaft, wo der war. Da mussten die auf dem Balken balancieren und dann auf so einem Loch. Da ist einer reingefallen. Eieiei, stellt euch das mal vor. Ja, das waren noch Zeiten dort damals. Da hatte man keine föhnenden Warmwassertoiletten, die einem da unten alles rumherum sauber machen, hier so wie in Japan oder so. Nee, da war alles ganz anders. Damals. Von wegen bessere Zeiten. Ich kauf mal so einen Spieß Plumpsklo-Geruch. Coole Idee. Wunderbar. Ihr werdet es nicht bereuen, das garantiere ich. Oh, und wo wir gerade von Reue sprechen, esst die nicht neben einer offenen Flamme. Guten Appetit. Dankeschön. Aber die sind ja gar nicht für mich, die sind ja für das Fass Wein vom bösen Rollzähne-Typ. So. Und die da noch eine Frage. Bei einigen meiner Zaubersprüche sind so komische Zeichen. Die haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Sergeant Winkel. Kann mir jemand sagen, was die bedeuten? Ja, kann ich dir sagen. Du meinst diese Zeichen hier, ne? Also vor dieser Fähigkeit hier, oder? Da ist so, dann hast du die Fähigkeit schon so weit verbessert. Also man verbessert ja diese Fähigkeiten, wenn man die einsetzt und so weiter, dass man die irgendwann erweitern kann. Man kann die irgendwann erweitern, die Fähigkeiten. Kostet dann auch einen Fertigkeitspunkt. Aber dann kannst du zum Beispiel sagen, hier habe ich zum Beispiel Einhüllen. Ja? Einhüllen, ihr beschwört dädrische Scherben aus der Erde, um Feinde vor euch 4 Sekunden lang bewegungsunfähig zu machen. So, da hängen die Feinde fest. Wird kein Feind Bewegungsunfähigkeit genommen, kriegen wir Magika wieder her. Ne? Also, das macht der Zauber im Moment. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich den verändern, den Zauber. Und dann sieht man auch, was sich verändert. Nämlich, da steht dann in grün dabei. Kann man mit der Maus so drüber gehen. Ne? Siehst du jetzt nur nicht, weil da der ganze Text vorsteht bei mir unten. Neuer Effekt verursacht Schaden, sobald der Effekt endet. Also hier ist es jetzt so, dass die Scherbe dann auch nicht nur 4 Sekunden bewegungsunfähig macht, sondern danach macht die auch noch 5800 Schaden. Sobald die Bewegungsunfähigkeit zu Ende ist. Oder man nimmt das hier und dann gewährt größere Vitalität. Trefft ihr einen Feind, erhaltet ihr 2 Sekunden lang plus 1/2 Sekunde für jeden von bis zu 6 Feinden, also bis zu 8 Sekunden lang größere Vitalität, was eure erhaltene Heilung um 16% erhöht. Das heißt, hier das nimmt man eher, wenn man gut geheilt werden will. Ne? Dann, dass man einfach macht mit höheren Fähigkeitsrang länger bewegungsunfähig und kriegt halt noch bessere Heilung. Ne? Man wird besser geheilt. Wenn man also Tank ist, ein Tankmagier, der vorne kämpft, dann kann er damit seine Feinde festhalten und ja, ist klar, ne? Und hier macht er einfach Schaden danach auch noch. Ne? Man verändert dann also die Fähigkeit, verbessert die Fähigkeit. Dadurch wird sie stärker und das ist sinnvoll. Und was bedeutet die auf der linken Seite? Die hier, das ist die, wie sie ist. Das ist die Standard, wie du sie hast gerade. Das ist die aktuelle. So hast du sie. Und ich würde dann halt immer nehmen, die sich dann zu Schaden verändert. Manche nehmen die besser heilt. Ne? Also
das hier ist halt deine Standard-Grundfähigkeit, wie sie halt gehört. Ich guck mal, ob ich selber noch eine Fähigkeit habe, die ich verbessern möchte. Hier bei Impuls ist es auch so, beim Zerstörungsstab ist das ganz interessant. Ne? Hier ist es so, beim Ratgeber. Ach, die hier. Ja, okay. Da ist es so, hier kannst du ja Ratgeber-Einstellungen machen und sagen, was willst du eigentlich sein? Ne? Du musst erstmal hier diese Zahnräder benutzen und dann sagst du, was möchtest du eigentlich sein? Möchtest du Mächte von Eis, Feuer, Zerstörungssauber sein, also Kämpfer, der mit Magika kämpft und eine leichte Rüstung anhat? Oder möchtest du zum Beispiel, ja, jetzt ist meine Kamera natürlich im Weg, das ist schwer zu erkennen, Moment. So. Oder möchtest du zum Beispiel Arcana Krieger sein, ne? Dann hast du sogar mittlere Rüstung an und kämpfst mit Ausdauer, dann brauchst du halt alles auf Ausdauer an Punkten. Oder willst du Kriegsmagier sein? Sowas will ich eigentlich am liebsten sein. Dann läuft man mit schwerer Rüstung rum, aber muss dann auch, ja, hat dann auch das meiste auf Leben geskillt und Verteidiger. Ja, dann ist man vorne, dann verteidigt man die Gruppe. Ja, also hier, das ist Kämpfer, das hier ist Verteidiger. Das hier ist zum Beispiel Heiler, du kannst auch Heiler sein. Und je nachdem, was du sein möchtest, dementsprechend schlägt er dir die Skills vor, die du dafür benutzen solltest. Ja, also dann sagt er dir immer hier, schalte das und das und das frei, weil das gehört zu deiner Skillung. Ja, also, und hier vorne heißt das mit diesem Zeichen, das ist dann schon das Verbesserte. Kristallfragmente. Ja, also, das habe ich ja hier, Kristallfragmente. Moment. Na, da. Na, und das ist die verbesserte Version hiervon. Die sollte ich halt nehmen und Magierrage sollte ich nehmen und Sturmatron nach sollte ich nehmen. Ne? Das sind die, die ich halt zum Beispiel nehmen sollte. Habe ich auch dann genommen. Aber ja, das sind einfach Hilfestellungen, wenn du nicht weißt, welche Skills du am ehesten nehmen solltest, dann sagt der dir, hier nimm diese Skills. Und immer wenn du dann levelst, zeigt er dir, jetzt nimm den besten den oder den. Genau. Damit kriegst du einfach auch für andere Klassen gezeigt, wenn du Kämpfer, Verteidiger oder Heiler bist, nimm die und die und die Skills. Wenn du gar keine Ahnung hast, also wirklich für Anfänger, ne? Das ist halt wirklich die Möglichkeit, dass man alles gelernt bekommt. Genau. Und das ist halt auch ganz gut für Spieler, die halt wirklich ganz frisch hier anfangen. Die sollten sich auch da ein bisschen nachhalten, weil das kann man dann, wenn man größer ist, immer noch mal variieren, von anderen Spielern auch noch mal Tipps bekommen oder sowas. Zum Beispiel hatte ich immer diesen heilenden Fluch hier, siehst du den hier? Heimsuchender Fluch, den hatte ich immer hier drin, auf der Nummer 2. Ich vergifte mal gerade das Fass hier für die Quest, damit der Typ sauer ist. Und jetzt gehen wir mal zu den Briefkästen und diese Briefkästen sind ja da, wo auch Feinde sind. Und jetzt zeige ich dir mal, was der Unterschied ist. Ich fand es immer cool, diesen Fluch mitzunehmen als Zauberer. Weil irgendwie konnte man den dann benutzen und dann konnte man in der Zeit wieder was anderes machen. Der ist so ein Time... Guck, ich schieße den jetzt. So, und dann hat er den ein bisschen drauf und gleich platzt der. Hast du gesehen? Jetzt platzt der auf einmal. Mache ich wieder. Und irgendwann platzt der. So. Und dann macht er richtig schön Schaden, wenn der platzt. Ne? Hast du ja gesehen. Ne? Also ich habe ja jetzt nur zweimal den Fluch gemacht. Und dann ist es aber so, dann gibt es diese 1 noch hier bei mir, diese Kristallscherbe, die ich halt habe. Und die braucht eigentlich 0,8 Sekunden Zauberzeit. Aber wenn man vorher einen anderen Zauber macht, dann kann es sein, dass die 0 Sekunden braucht. Dann glühen die Hände so. Pass auf, ich zeige das jetzt mal. Jetzt glühen meine Hände ja nicht. Siehst ja, ne? So, und immer wenn ich jetzt... Jetzt glühen meine Hände. Ne? Jetzt geht diese Kristallscherbe sofort. Die schießt also sofort los. Da brauche ich jetzt keine Zauberzeit mehr. So, nur mit dem Fluch geht das halt nicht. Also, man muss sich das Glück haben, dass diese Hände anfangen zu leuchten. Dass man also Crit macht oder so.
Und das geht halt mit dem Fluch nicht, weil der Fluch dauert halt 3-4 Sekunden, bis er dann explodiert. Und wenn man den draufcastet, dann dauert der Fluch halt ein paar Sekunden. Darum ist der doof für sowas. Da ist ein Riss, das ist immer gut. Den muss ich gerade mal aufmachen. Moment. Wow. Schilde der Elfen bei Brigade. Habe ich noch nicht. Sehr schön. Siehste, das lohnt sich immer. 22.000 Gold mal schnell rausgeholt. Sehr schön. Neues Schild gelernt. Da seht ihr sie. So sieht sie aus. Haha, wunderbar. So, zum Beispiel, wenn ich jetzt den Fluch mache, jetzt tickt er ja. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt explodiert der erst. Hast du gesehen? Dauert also 3-4 Sekunden. Und dann hat mal einer gesagt, naja, blöd ist halt, wenn du drauf wartest, dass diese Kristallscherbe sofort geht, dass du immer wieder auf diesen Fluch warten musst. Immer diese 2, 3, 4, ne? Guck. Jetzt hatte ich Glück, die Hände sind beim ersten Mal gekommen. Ne? Jetzt sind, ja, im Moment habe ich viel Glück, die Hände kommen immer sofort, jetzt zum Beispiel nicht. Hast du gesehen, jetzt habe ich dreimal gecastet, zweimal kamen sofort die Hände, einmal nicht. So, und dann hat mir einer gesagt, ja, dann nimm doch besser was anderes. Also ein Zuschauer, der hat dann gesagt, nimm vom Zerstörungsstab diesen Kraftimpuls. Ne? Und jetzt, wenn ich den hier hinpacke, dann siehst du das. Jetzt habe ich nicht mehr diesen Fluch, den ich ganz gut fand, der auch mal empfohlen worden ist und sowas alles. Sondern jetzt habe ich einfach den Kraftimpuls. Der macht sofort Damage. So, bumm. Und dann kann man halt sofort auch das Glück haben, dass man diese leuchtenden Hände kriegt. Und muss nicht erst auf diesen Fluch warten, dass der 2-3 Sekunden abgelaufen ist. Ne, 3-4 Sekunden dauert das ja. Und das sind halt so Sachen, die lernt man dann, wenn man halt größer ist und länger spielt und andere Spieler auch mal fragt. Oh, hier sind jetzt aber auch gar keine. Was hier in dem Gebiet echt kacke. Hier läuft so viel Krimskrams rum, aber Feinde sind hier so selten da. So. Jetzt also zum Beispiel hier wieder. Ne? Ich schieße und kann wieder schießen. Und kann wieder schießen. Hast du gesehen? Ich kann einfach immer weiter schießen. Und ja, danke für den Sticker. Danke für das Wow. Und danke für die 100 Bits an Dieter. Danke für die Spende. Ja, und danke nochmal für die 50 Bits. Noch ein Applaus-Sticker. Oh, jetzt wird aber das Bild ganz schön voll mit den Stickers. Vielen Dank dafür. Ja, und durch diesen Kraftschlag kann ich halt jetzt immer weiter, ne, schießen und habe immer die Chance, dass sofort nach dem Schuss auch die Hände leuchten. Und ich damit dann auch noch die Kristallscherbe machen kann. So, da ist der tote Briefkasten auf der Insel. Da müssen wir für die Quest hin. Aber das muss man halt erst machen. Ja, dass die Hände anfangen zu leuchten. Dass die Kritten. Dass dann Elambris zum Beispiel ist auch sowas. Dieses Set, was ich hier anhabe, habe ich auch vorher nicht angehabt. Vorher habe ich Eisherz angehabt. Eisherz ist ein Set, da kommt um dich drumherum ein Eiszauber und der schadet den Feinden, die kommen. Und den fand ich immer super cool, weil alle, die mich angriffen, haben dann Schaden gekriegt, weil Eisherz alles um mich herum in Eis versetzt hat und alle hatten nur noch Panik und kamen nicht zu Gary, weil sie Angst hatten wegen dem Eis. So, bis mir dann einer gesagt hat, Moment, du bist doch Fernkampfzauberer. Was bringt dir denn, dass du immer wartest, bis die bei dir sind und diesen Eiszauber abkriegen? Also an dich rankommen, nimm doch lieber Elambris. Das ist fast das Gleiche, nur dass der Schaden, der hiervon kommt, beim Monster runterkommt, als Meteorregen oder Blitzregen oder sowas. Ne? Und das ist halt genau der Punkt, sowas kriegt man halt einfach irgendwann von Spielern gesagt und so zum Beispiel, wenn ich das jetzt mache, wenn da gleich so Regen runterkommt, dann ist das Set, was ich anhab. Pass auf. Jetzt kommt's da, das hier. Das ist das Set, was ich anhab. Diese Blitze und alles, was da so runterkommt. Und sonst hätte der erst bei mir sein müssen, der Troll. Und dann hätte Eisherz um mich herum Schaden gemacht. Aber ist doch viel besser, wenn da so... Das da, ne? Wenn das da passiert, da dieser Regen mit dem... Ne? Ist doch, guck mal, was der da für einen Schaden kriegt dadurch. Blöd ist, wenn er dann auf dich zukommt und der da rausläuft. Ist halt dann auch doof. Aber du siehst ja, wenn der Clanbann ihn da hält, ihn da tankt... Aber das muss man erstmal alles raffen. Das ist echt schwer hier in dem Spiel. Hier sind so viele Effekte, die voneinander, übereinander wirken und abhängig sind. Ja, da muss man ein bisschen
testen. Also, Elambris ist ein super Set für Fernkämpfer. Das sind zwei Items, die man dafür braucht. Und dann gibt es ein Add-on für Elder Scrolls. Das nennt sich dann Item Set Browser, Itemization Browser. Und hier kann man dann auch mal alle Sets suchen, die man so benutzen könnte. So, man könnte also sagen, Mensch, zeig mir mal alle Sets, die es aus den Verliesen gibt. Und dann sieht man hier Typ leichte Rüstung. So, das sind jetzt alle leichte Rüstungssets, die es gibt. Alle Sets, die es im Spiel gibt. Alles leicht, weil ich bin ja Magier mit leichter Rüstung und könnte mir jetzt immer durchlesen, was ist denn das? Ne? Also ich mir immer durchlesen, was passiert denn dadurch? So, und hier ist dann zum Beispiel, wenn ich jetzt Elambris eingebe, da ist es. Ne? Das ist das Set. Das kommt aus dem Dungeon die Krypta der Herzen 1. Da kriegst du den Kopf dafür. Und wenn ich Eisherz eingebe, dann ist das hier Burg Grauenfrost. Ne, da musst du da in dieses Dungeon rein. Dann kriegst du den Eisherzhelm. So, und das ist ein Monster-Set. Das gibt es also nur beim Endboss. Leichte Rüstung und so gibt es fast, ja, da wo es halt droppt. Ne, Monster-Sets sind halt die, die von ganz bestimmten Monstern nur droppen. So, und ja, und dann kannst du auch gucken, was ist hergestellt. Ja? Also du kannst auch sagen, leichte Rüstung, die hergestellt ist. Also, die man sich craften lassen kann. Ne? Ja, man kann sich darin verlieren in dem Spiel, auf jeden Fall. Hier gibt es so viele Sachen, die man berücksichtigen kann, sich verbessern kann. Ich kann mich auch noch verbessern. Ich bin auch schlecht im Moment ausgerüstet, weil ich habe ja hier die Robe von Julianus und ich habe ja die Kriegsjumpfe als Set. Aber du siehst hier, ich habe hier zum Beispiel noch drei lilane Items. Also, zum Beispiel diesen Ring. Und das könnte ich alles noch vom Schmuckhandwerkler auf Gold machen lassen. Ja, dann hätte ich komplett alles in Gold an. Ja, also auch hier gehen die Werte noch ein bisschen höher, wenn ich die noch auf Lila, auf Gold craften lassen würde. Mache ich nicht. Ne? Und auch das Kriegsjungfern-Set ist jetzt nicht das allerbeste Set. Ja, da gibt es keinen 5er-Set, der richtig cool ist, aber so für einen Magiker, für einen Magier ist halt alles drauf, was man braucht. Kritische Magietreffer, maximale Magiker, Magiekraft, ne, ist eigentlich alles, was man braucht, um Magieschaden auszuteilen. Aber der 5-Set-Bonus ist nicht so cool wie bei diesen ganzen Set-Items, die es gibt. Hier siehst du das ja auch. Die Robe von Lilianus, selbst herstellbar, gibt nicht das, was eigentlich so ein Z-Bonus geben könnte. Ja, ein Z-Bonus könnte schon bessere Sachen geben. Ist halt so, ne? Wenn ich jetzt hier die leichten Rüstungen mal angucke, alle, da steht bei 5 Gegenständen ja immer was ganz Wildes. Ja, da gibt es ja richtig große Sachen, die da passieren. Bei 5er-Set hier zum Beispiel Robe der Draugerruhe, ne? Eure schweren Angriffe mit voller Stärkung entweihen den Boden, wodurch ihr Gruppenmitglieder um 13.000 heilt, dieser Effekt kann einmal alles, ne, also total crazy und so, ne, also es gibt schon richtig coole Sets, aber ob man die braucht, ich brauche kein Heilset, aber da muss man halt mal dann durchlesen, da muss man halt wirklich überlegen, welches Set könnte ich mir gönnen, welches passt zu mir, und ich habe mir gesagt, ich nehme einfach die Magiker-Sets, die herstellbaren und Elambris, die wollte ich haben, in meiner Bank liegt noch Eisherz. Wenn ich mehr zum Nahkampfmagier werde, dann habe ich auch noch Eisherz in der Bank. Aber das sind so meine Hauptsets. Genau, aber frag ruhig immer nach. Ich kann dir hoffentlich helfen. So, toter Briefkasten. Nehmt euch ein zusätzliches Prozent von den Kaufleuten in den Handwerkshallen. Diese verrückten Kultisten mischen sich ständig in unsere Angelegenheiten am Hafen ein. Und wir müssen das irgendwie wettmachen. Sieht dich sei Dank, dass die Kaufleute von Dunkelforst allesamt Feiglinge sind. Wenn denen auch nur ansatzweise Rückgrat wachsen würde, hätten wir wohl nicht genug Leute, um sie alle in Schach zu halten. So, erster Briefkasten manipuliert. Wo sind denn die anderen alle? Wir müssen auch noch da oben hin. Für die Schatzkarte Dunkelforst 6. Wo sind denn die nächsten Briefkästen? Ich sehe sie gar nicht. Sind die weit weg? Da ganz hinten, okay, da kann man hinporten gleich.
Und da ganz oben. Na komm, dann porten wir jetzt auch da oben schnell zu der Schatzkarte. Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz im Gepäck. Benutzen wir mal die CE-Schatzkarte 6. Die ist ja richtig viel wert. Ich weiß gar nicht, wo ich die bekommen habe. Aber die, wenn man die guckt, was die wert ist, das ist echt crazy. Warte, lass mal gucken. Ah, wir machen auch mal hier die ganzen Belohnungen auf. So. Alles mal öffnen hier, die ganzen Kisten. Kann man alles verkaufen, alles nur Dreck drin. Ist echt ein Dreck drin gewesen. Ne? So. Und wo ist denn die CE? Da. Irgendwo hier CE müsste da sein. Ich glaube, die ist irgendwie 200.000 oder mehr wert. Da Dunkelforst 6. Ah, jetzt nur noch 59.000. Okay. Die war mal mehr wert. Und Bit nur 310 Gold. Also die ist gar nichts wert. Aber die hier 13.000. Also es gibt echt teure Schatzkarten, die Leute haben wollen, aber ja, die Preise verändern sich natürlich auch, je nachdem, was man da hat. So, jetzt gucken wir mal. Wir müssen so ab und zu die Wege hier lang reiten, ob nicht dieser Verehrer von uns irgendwo hier lang läuft, weil wir müssen noch die Errungenschaft haben von dem, der uns so ganz heldenhaft sieht und ganz stolz ist, uns zu kennen. Aber der ist halt nicht immer da, der läuft manchmal die Wege hier lang. Ach so, und ich helfe dir mega, aber meine Kamera ist aus. Ja, okay, da hast du recht. Die kann ich natürlich wieder einschalten. So. Um die Uhrzeit kriegen wir sowieso nicht mehr als 3 Zuschauer. Da ist mit oder ohne Kamera nicht so wichtig. Aber Hauptsache, du siehst mich wieder. Das ist doch schön. So, und jetzt graben wir hier die nächste Kiste aus. Müssen aber erstmal wieder verkaufen. Moment, da. Sieh da. Komm näher, Federl. Ja, alles weg damit. Haben wir alles gerade gekriegt, den ganzen Quatsch. Ach, man kriegt dann so viel Müll. Ach, irgendwie ist das aber immer blöd zu verkaufen, oder? So, wir graben mal aus. Ah. Aber Platin ist immer wichtig für Schmuckhandwerk. Nee, du nervst mich mit der Frage, weil du nervst nicht, du. Wie gesagt, darum stream ich, um Leuten ein bisschen das Spiel näher zu bringen. Geschäfte und um ein paar Fragen zu beantworten. Ich will nicht unbedingt nur questen, also. Oh, 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 oh. Akavari-Helme. Jetzt kann ich einen Helm erspähen. Was ist das denn Interessantes? Okay. Das machen wir aber mal. Einzige Akavari-Helme. Helme der einzigen Akavari. Ein Stilkapitel kriegen wir dann. Na, dann erspähen wir das doch mal schön. Das ist doch mal was anderes. So. Sehr gut. Läuft. Fertig. Alles verbunden. Wo ist es? Da unten, wo wir auch die Dinger holen müssen. Okay, das passt doch. Da, wo wir auch den toten Briefkasten jetzt für die Quest holen müssen. Dann können wir das auf einmal machen. Und, genau, wir müssen langsam mal wieder Miri rufen. Die hängt zurzeit nämlich irgendwo ab. Die ist gar nicht bei uns hier. Ich habe so viel Krimskrams bei mir rumfliegen. Darum, Miri ist gar nicht da im Moment. Die muss nämlich mit ausgraben. Da kriegt nämlich nochmal 5 Beziehungspunkte durch. Soweit ich das weiß. Auch hier meine Pets, die ich jetzt dabei habe. Ne? Also die du da hast. Ich hatte bis jetzt immer nur diesen Clanban, diesen auf dem Boden rumlaufenden Drachenfieder. Weil ich dachte, der wäre schon cool, weil der immer tankt, weil der immer die Monster festhält und so. Bis mir dann einer gesagt hat, Mensch, der
macht eigentlich nur Schaden bei Ausdauer. Und ich habe gar kein Ausdauer geskillt. Und dann hat einer gesagt, ja, die fliegende, die, das Flattervieh. Ne? Das macht eigentlich den Schaden, wenn man Magika skillt. Also der macht eigentlich gar nicht den Schaden, die macht den Schaden. Die wollte ich aber nicht, weil die mir immer ein Bild so rum, ne, immer so flattert und so, die nervt total. Aber sie ist die Schadensausteilerin, also jetzt habe ich sie dabei. Sie nervt mich total, aber sie macht halt den Damage. Genau. Ja, und die kann man auch entweder auf Heilung skillen oder auf mehr Damage skillen. Also, ich habe jetzt die Damage-Dealerin auf mehr Damage geskillt und den Kleinen da auf Heilung geskillt. Dann heilt der mich wenigstens ab und zu. Und das alles muss man erstmal verstehen, ne? Das ist halt echt kompliziert. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel 5 drücke für diesen kleinen Drachen, siehst du, dann heilt er sich und mich. Und wenn ich 4 drücke für diese, dann macht die mehr Damage. Jetzt leuchtet die und jetzt ist sie stärker. Ne? Also, und ich kann wieder mit 1 jetzt den Sofortzauber machen, weil meine Hände gerade geleuchtet haben. Das ist mein Schutzschild. Ja. Man kann so viel hier probieren bei dem Game. Das ist schon cool. Okay. Aber manche Sachen lerne ich halt dann auch erst später. Und dann ist noch das Problem, dann gibt es Patches. Ja, dann verändert sich nochmal die ganze Logik. Durch so ein Patch wird auf einmal der Magier verschlechtert oder verbessert und dann muss man die Zauber wieder neu lernen oder... Das ist immer das Schlimmste, wenn es ein Patch gibt und die Klasse wird verändert, die man hat. Nur ein paar kleine Zauber werden verändert, aber eigentlich agiert dann die Klasse ganz anders. So, 2. toter Briefkasten.